Der Milchmann ist zurück im Rheinland. In einer modernen Version. Unterwegs in speziell konzipierten Elektroautos. Und mit Online-Bestellungen. Kommt aus den Niederlanden, heißt Picknick und ist unterwegs in Karst, Neuss, Meerbusch und Düsseldorf-Oberkassel. Die deutsche Version hat Frederik Knaut gegründet. Und der hat große Pläne für das Startup. Wir sagen, Picknick will den besten Milchmann der Welt. Also als wir im Oktober gestartet sind, hatten wir 3 Autos. Mittlerweile haben wir 20 Autos, die in Betrieb sind und noch weitere 10, die wir jetzt demnächst auch in Betrieb nehmen. Wenn die Lieferung vom LKW in das sogenannte Hub, also die Verteilerstation in Neuss kommt, geht alles ganz schnell. Die Milchmänner, hier heißen sie Runner, verladen die vorgepackten Kisten in ihre Autos. Das Konzept, alles möglichst effizient. Roten ist alles, was nicht gekühlt ist, und den Schwarzen alles, was gekühlt ist oder auch tiefkühl. Das machen wir dann mit Trockeneis. Scannt dann, er hat so ein Device, damit scannt er die Boxen für den Kunden. Dadurch wissen wir auch immer, dass der Kunde die richtige Bestellung bekommt. Kann dann ganz einfach und bequem, ohne in den Wagen reinzuklettern, die Bestellung entnehmen. Wenn man sich von hinten anschaut, ist der Van nur 1,35 Meter breit. Dadurch verstopfen wir auch nicht die Straße. Selbst wenn wir zweite Reihe stehen, kommt der Verkehr noch ganz einfach vorbei. Einmal verladen, geht's los. Und natürlich ist auch die Route nach Effizienz festgelegt. Kurze Wege, so schafft man viele Kunden in kurzer Zeit. Und bei den Kunden kommt das Konzept gut an, sagt der Gründer. Also wir sehen, dass das Angebot mit günstigsten Preisen und Gratislieferungen eigentlich bei allen gut ankommt. Wir haben den Single dabei, wir haben das Pärchen dabei, viele Familien, aber auch Senioren. Genau, und das geht durch alle Bereiche durch. Zeit für ein Schwätzchen mit dem Kunden ist übrigens eingeplant. Und auch für andere Späße sind die modernen Milchmänner zu haben. Wir haben oft die Situation, dass wir beim Kunden ankommen, die Kinder kommen rausgerannt, wollen in den Wagen reinspringen, mit dem Runner mitfahren. Das können wir dann nicht immer gewährleisten, aber ab und zu fährt dann auch mal jemand unserer Kunden gerne mal mit. Ja. Und wann sieht man die lustigen Autos auch außerhalb von Neuss, Meerbusch, Karst und Düsseldorf-Oberkassel? Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf das Rheinland und werden hier jetzt weiter Städte hinzunehmen. Sicher jetzt 2, 3 Städte mindestens dieses Jahr noch, und dann kommen im nächsten Jahr rund 20 weitere Städte dazu.